Hallo und herzlich willkommen zurück bei OpenXCOM. Wir haben beim letzten Mal unsere erste Mission erfolgreich mehr oder weniger bestritten. Wir hatten einen Verlust und hier ist auch schon das nächste Ufer. Da wollen wir mal sehen, was das ist. Das fliegt sehr tief nach Westen. Ich denke, wir schicken einfach mal unseren Interceptor hin. Ich will es zwar nicht abschießen, aber ich möchte zumindest sehen, was es denn ist. Dann in Ägypten, in unserem Hauptquartier, da wären wir noch. Wir brauchen etwas mehr Laborplatz und. Wir haben nur noch sechs kampffähige Leute hier. Arnold Nemes ist verwundet, das ist natürlich schlecht. Ich würde sagen, wir müssen das so oder so einfach jetzt auch mal von unserem Sky Raider, den wir jetzt beim letzten Mal verwendet haben, den möchte ich eigentlich nicht mehr unbedingt verwenden, weil er relativ klein ist. Und ihr habt das gesehen bei der mit dem Seitwärts da rausgehen, dann kann man nicht mehr zurück und ist dann offen verwundbar. Deswegen werden wir auf diesen Sky Ranger umwechseln. Das heißt, ich werde jetzt hier die ganzen Leute abziehen. Und dasselbe gilt für das Equipment. Das werde ich jetzt kurz offcam machen und dann werde ich das Ganze hier rüber transferieren. Aber zuvor kaufen wir uns einfach nochmal ein paar Soldaten. Wir haben aktuell. Da scheint irgendwie nicht was. Nicht ganz alles zu stimmen. Haben wir bereits Soldaten gekauft? Kann das sein beim letzten Mal? Ich weiß nicht mehr. Ja, es kommen vier Soldaten, sind unterwegs. Ich denke, wir kaufen einfach nochmal zwei Rookies. Und dann sind wir hoffentlich auf der sicheren Seite. Also wie gesagt, ich werde das jetzt hier kurz umrüsten und ja, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Leider ist der Platz ein bisschen ausgegangen. Das heißt, wir können nicht alles mitnehmen, was ich gerne hätte. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Hunde, Knife, eine Magnum, so ein bisschen von allem was. Ein paar Assault Rifles, Sniper Rifles, eine Shotty, Machine Guns, Miniguns. Lasse ich jetzt das schwere Zeug erstmal weg. Wir testen erstmal die leichte Minigun. Und zwei Rocket Launcher haben wir dabei, einen Grenade Launcher, einen Flammenwerfer, ein paar Granaten, Rauchgranaten, eine Mine. Einfach mal, um auszuprobieren. Ich möchte eigentlich ganz gerne alles zumindest einmal zeigen und dann sehen wir dann, wie gut das Ganze ist. Ein paar Explosives, ein paar First Aid Kits. Taser nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir haben keine außerirdische Klimazelle, wo wir die lebendigen Außerirdischen aufbewahren können. Und wir haben auch noch acht Flares für den Fall, dass wir eine Nachtmission haben. Und ja, wir warten jetzt grundsätzlich einfach erstmal darauf, bis unsere Crew ankommt. Dann möchte ich, wie gesagt, hier ein zweites Labor bauen. Ja, ich denke, das werden wir einfach hier daneben hinklatschen. Das dauert auch 26 Tage. Das hätte ich vielleicht auch schon ein bisschen früher machen sollen. Und was ich auch machen möchte, ist ein bisschen was an Armor kaufen. Paar kleinere, damit nicht unbedingt, weil damit die Leute geschützt sind, sondern mehr, damit ich sie von gewissen anderen Leuten unterscheiden kann. Deswegen kaufen wir hier mal noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, gucken wir uns auch mal in der Ufopedia einfach mal unsere Waffen an. Ich werde jetzt versuchen, immer so ein bisschen zwischendurch mal in der Ufopedia zu blättern. Einfach damit wir sehen, was wir denn für Equipment haben. Und ich werde jetzt auch nicht alles durchlesen, das würde zu lange dauern, aber einfach damit wir sehen, wie viel Schaden das macht. 40 Mili für ein Combat Knife Damage. Also hier oben seht ihr immer der Typ Schaden. Dann haben wir die Pistole Armor Piercing, die ist kompletter Schrott, die ist auch nicht sehr genau. Kann man eigentlich knicken. 26 ist sehr wenig. Die Magnum, die ist schon wesentlich besser. Es gibt, glaube ich, noch eine andere Magnum, die sieht irgendwie, oder wurde das ersetzt? Oh, die sah, glaube ich, früher anders aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die macht aber schon wesentlich mehr Schaden. Also das heißt, da lohnt es sich schon. Die ist auch ein Ticken genauer mit dem Aimshot zumindest. Dann haben wir einen Submachine Gun. Das ist auch nicht allzu gut. Wahrscheinlich werde ich es dann trotzdem irgendwann mal kaufen, um auszuprobieren. Aber auch hier der Schaden nicht sehr toll. Dann haben wir die Assault Rifle und die Rifle. Die sind eigentlich, das sind so halt die Standard, ja, die Standardwaffen. Und die haben auch durchschnittlichen Schaden. Ihr seht, das hier ist sehr genau. Dafür hat das hier im Autoshot, hat das vier Bullets, dass es rausschießt. Das ist dafür ein bisschen weniger genau im Aimshot, dafür etwas genauer im Autoshot. Das ist also tendenziell eher für den Nahkampf geeignet. Ja, Sniper natürlich sehr genau, wie man das auch erwartet. Auch guten Schaden grundsätzlich. Dafür nicht, kann man dafür jeweils nur einmal verwenden, ne? Aimshot braucht 75% der ganzen Zeiteinheiten. TU, das sind Time Units.
dann die Schotti, die hat noch unterschiedliche Munition. Einmal so ein Streuschuss, mit dem trifft man relativ viel, macht halt aber nicht so viel Schaden. Und dann der Armor-Piercing-Dings, das macht schon, 40 ist schon ordentlich. Ja, dann haben wir das Light Machine Gun, das werden wir wahrscheinlich auch demnächst mal ausprobieren. Wenn ich das noch nicht getan habe, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Auch guten Schaden grundsätzlich, ist halt nicht so genau im Snapshot, hat keinen gezielten Schuss, also Autoshot, wenn dann, ja, das einzige. Heavy Machine Gun, natürlich vom Damage ein ordentliches Upgrade, das kann sich sehen lassen. Die Minigun, die schießt halt einfach 10 Mal gegenüber dem Ding hier, das schießt 8 Mal und das, die Light Machine Gun schießt 5 Mal. Dann die Minigun schießt 20 Mal, also damit daneben zu schießen ist dann schon fast ein Kunststück. Und ja, dann sind wir auch schon beim Raketenwerfer. Da haben wir jetzt explosiven Schaden, das ist auch ordentlich, das haben wir auch gesehen. Damit sind die Gegner auch relativ schnell tot. Der Granatwerfer macht etwas weniger Schaden, allerdings kann man damit quasi in einem Bogen schießen. Das werden wir dann auch irgendwann noch sehen. Dann Flammenwerfer hat Feuerschaden. Dann haben wir noch ein paar Granaten. Das Smoke, ja, ist nicht wirklich Schaden. Die Mine und die High Explosives. So, dann habe ich noch eine Änderung bei einem Mod gemacht. Der eine Mod war irgendwie nicht angeschaltet, dass ich glaube, die Zielgenauigkeit bei einer gewissen Entfernung abnimmt. Ich werde das dann gleich, wenn wir im nächsten Gefecht sind, werde ich das nochmal sehen. Werdet ihr das dann nochmal sehen. So, was haben wir hier? Das ist ein kleines Schiff. Sieht zwar relativ groß aus, aber das ist eigentlich nur der Mittelteil, der wirklich was kann. Ich werde das jetzt auch nicht abschießen. Ich habe die Hoffnung, dass es landet. Aber das ist schon zumindest ein Upgrade zu dem, was wir beim letzten Mal hatten. So, es ist gelandet. Das ist super. Beziehungsweise es war fast ein bisschen zu früh. Den Sky Raider sollte ich eigentlich verkaufen. Ich behalte ihn jetzt noch ein bisschen. Weil das Problem ist, dass wir jetzt hier mit 6 Soldaten antreten können. Wie lange dauert das? Das dauert zu lange. Das sind 70 Stunden, müssen wir da warten auf die Leute. Nee. Das wird nicht klappen. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich schwierig werden. Außer ich sage, scheiß drauf. Wir machen die Mission nicht, beziehungsweise wir könnten es abschießen und könnten die Mission dann später machen. Ich denke, es ist fast sinnvoller, als jetzt hier mit sechs Soldaten anzukommen. Das wäre fast ein bisschen zu wenig, denke ich. Ich denke, wir werden hier auf sicher spielen und warten, bis wir entweder mehr Soldaten haben oder es startet, dann schießen wir es einfach ab. Beziehungsweise wir schießen es nicht ab. Ja, jetzt ist es weg. Können wir vielleicht den Sky Raider hier hinschicken. Der kann ein bisschen scouten. Ja, das kann jetzt sein, dass wir das verpasst haben. Das ist aber nicht so schlimm. Wird dann irgendwann schon ein größeres kommen. So, jetzt haben wir erstmal zumindest ein bisschen was an Armor erhalten. Das ist wundervoll. Das heißt, wir werden... Wir könnten uns auch einfach mal noch unsere Leute angucken. Das sind alle eigentlich relativ gut. So von den Stats her, wir sehen auch, die sind auch schon mal ein bisschen besser geworden. Aber das sind jetzt natürlich, normalerweise hat man am Anfang nicht so gute Soldaten. Wir hatten jetzt relativ viel Glück mit dem Randomizer, dass wir haben ja einige von den guten Soldaten erhalten und das merkt man dann doch deutlich an den Stats. Normalerweise habe ich nicht so viel Glück am Anfang. Ja. Genau. Dann können wir kurz durchgehen. Das sind grundsätzlich alle überdurchschnittlich gut. Naja, sie nicht. Sie trifft ganz gut. Ansonsten, ja. Ist auch einigermaßen tapfer. Der bei ihm hier fehlt es ein bisschen an der Tapferkeit, aber man kann nicht alles haben. Hier bei ihr ebenfalls. Ansonsten auch sehr genau. Der ist auch wieder überdurchschnittlich gut. Das ist ein Rekrut, das erstaunt mich jetzt ein bisschen, dass der so gut ist. Dann, ja, er auch.
ihr seht das überdurchschnittlich gut. Ich gehe jetzt einfach kurz durch. Ich glaube, dass Arnold ist auch schon der Letzte. Genau, der ist noch verletzt. Ja, ich denke, wir warten jetzt einfach mal, bis die nächsten Leute ankommen. Und dann werde ich den Skyranger equippen. Okay, du kannst da zurückgehen. Super. Genau, was ich noch tun wollte, ist hier Armor gleich verteilen. Das werde ich aber machen, werde ich aber nachher machen. So, Rookies sind auch am Start. Können wir uns auch noch kurz angucken. Die sind jetzt wesentlich schlechter. Ich werde jetzt auch nicht noch von den Guten werde ich jetzt auch nicht großartig was kaufen, weil sie sind halt auch einfach zu teuer. Aber solange wir sie haben, werde ich sie natürlich verwenden. Weil wenn wir das jetzt mal ansehen, aber so von den monatlichen Kosten, dann geht das schon ordentlich zu Buche. Also hier der eine Colonel, den wir hier haben, der kostet ungefähr gleich viel wie unser Interceptor. Von dem her sehr teuer. So, dann schauen wir mal auf die Graphs. Da sehen wir, in Zentralasien ist ein bisschen was, Nordafrika, da haben wir ja unseren Stützpunkt. Südostasien, ja, und Australasia, okay. Dann haben wir noch mehr Soldaten. Wundervoll, und damit ist unser Skyranger jetzt auch komplett gefüllt. Das heißt, wir können eigentlich ja in die nächste Mission gehen. Motion Scanner haben wir erforscht. This sophisticated device uses a variety of detectors and advanced computer algorithm to identify moving enemy units. However, it requires some practice to use effectively. Click on the motion scanner icon on the tactical display. Select use scanner from the menu. The scanner display shows an arrow in the center, which is the direction. Ja, das ist bla bla bla. Da ist es einfach nur eine Gebrauchsanweisung quasi, falls man. Aber ich weiß, wie man das verwendet. Also das werden wir dann auch gleich in Aktion sehen irgendwann. So, als nächstes werden wir die Alien Alloys erforschen. Das ist ganz wichtig, dass wir die haben. Weil das eröffnet uns zusätzliche Forschungen. Dann, Motion Scanners wollten wir ein paar produzieren. Ich denke, wir machen zwei Stück erstmal. Und danach werden wir die verkaufen. Abgeschlossen, sehr gut. Jetzt können wir die Motion Scanner unbegrenzt viele herstellen und quasi verkaufen. Da machen wir 380.000 Profit im Monat. Wenn wir das den ganzen Monat durchziehen. So, da haben wir das nächste UFO. Ich schicke auch den Interceptor los. Ich will wissen, was es ist. Ich will es nicht abschießen. Ich denke, es ist. Ja, es fliegt schon sehr, sehr, sehr tief. Das heißt, es wird wahrscheinlich bald landen. Ja, das ist ein bisschen etwas Kleineres als das letzte. Aber. Und wir sollten auch direkt den Skyranger gleich losschicken. Das heißt, ich werde jetzt kurz entscheiden, in welcher Formation wir den. In diese Mission reingehen, weil das ist, spielt durchaus eine Rolle. Das werde ich jetzt kurz off-cam machen und euch dann quasi die Zusammenfassung präsentieren. Bis gleich. So, das sieht wie folgt aus. In der vordersten Reihe haben wir zwei, die dann Sniper, die haben einigermaßen eine gute Firing Accuracy, also die treffen, sollten was treffen. Die werden mit der Sniper Rifle ganz vorne stehen. Die können auch ein bisschen werfen, jetzt sind jetzt nicht so gut, aber es sind zwei Rookies, die kriegen ein bisschen Kampferfahrung. Dann haben wir zwei hinten dran, die relativ viel Stärke und Firing Accuracy haben, also quasi unsere Elite-Soldaten. Die werden mit den Raketenwerfern hantieren, weil die sollten treffen, ansonsten kann das ziemlich schnell in die eigene Reihe gehen. Dann haben wir ganz viele Rookies, damit die ein bisschen Kampferfahrung kriegen. Hier, der kann auch noch, ups, das war jetzt ein bisschen zu viel. Der kann auch noch hoch, dann kommen die Rookies und dann kommen am Ende dann quasi nochmal die erfahreneren Leute. So, damit werden wir jetzt hier hingehen und es ist ja auch schon der 21. des Monats, das heißt, ich werde diesen Sky Raider jetzt verkaufen, denn der kostet uns 300.000 und ja, das ist ja eigentlich ziemlich unnötig. Wir haben jetzt eine Mission damit gesehen, mit dem werden wir nicht mehr hantieren. Und es ging jetzt ein bisschen schnell.
Links ist das UFO jetzt gelandet. Wir können das jetzt die Mission beginnen. Allerdings ist es eine Nachtmission in diesem Falle. Haben wir allerdings nicht allzu groß eine Wahl. Also ganz vorne sind natürlich noch die Hunde. Das habe ich vergessen. So, dann werde ich jetzt die Leute kurz ausrüsten. Bis gleich. So, wir haben ganz vorne unsere beiden Sniper. Die haben jeweils eine Fackel in der Hand. Der zweite kann auch noch hier ein Medkit und ein paar Granaten tragen. Dann haben wir unsere die treffen sollen mit den Raketenwerfern. Der hat auch noch eine Mine dabei. Der zweite ebenfalls gut ausgestattet. Dann kommt quasi so der Anfang vom Breach-Team. Dann die Leute, die ins UFO reingehen mit den eher nahkampflastigen Waffen. Ja, hier bis hierhin. Und dann ganz am Ende haben wir noch die Minigun. Hat auch noch hier die Magnum als Reserve und den Granatwerfer-Typ. Die sind ganz hinten im UFO. Vielleicht wollen wir hier einfach noch. Nee, geht nicht. Gut. Ich würde sagen, damit starten wir. Die Hunde sind natürlich ganz vorne. Wo? Ja, das fängt hervorragend an. Ich denke, wir werden einfach mal versuchen, ein bisschen Licht in die Bude zu bringen. Wurde wir jemand verletzt? Scheint nicht der Fall zu sein. Es ist natürlich sehr ungünstig, aber zum Glück hat es einen Hund erwischt und nicht irgendjemand Wichtiges. Ich denke, wir werden jetzt in dieser Runde auch nicht viel anderes. Wow. Also ihr seht jetzt auch schon die Prozentanzeige da, die ist neu. Das heißt, ich glaube, die Zielschüsse, wir sind nicht davon betroffen. Die sind nach wie vor gleich genau. Wir haben jetzt hier 106% und das bleibt auch so. Und das ist jetzt natürlich ein Riesenrisiko hier. Aber dadurch, dass er eigentlich ein sehr guter Schütze ist, sollte das eigentlich klappen. Sehr schön. Auch das Feuer spendet nochmal ein bisschen zusätzliches Licht. Wir werden jetzt hier auch nicht viel anderes machen können. Er kann vielleicht noch reloaden und ja, der Hund. Ich denke, wir werden dann einfach nochmal zurückziehen und dann schauen wir in der nächsten Runde nochmal nach. Kurz gucken, wo denn die Begrenzung der Map ist. Hier ist Ende und hier ebenfalls. Also es geht vor allem nach Norden und Osten. Im Sky Ranger sollte uns jetzt eigentlich nicht so viel passieren. So, Hund. Wird schon mal nicht geschossen, das ist... Ist doch schon mal erfreulich, würde ich sagen. Dann werden wir hier hinten auch nochmal... Ups, warum kann er da nicht hinwerfen? Wahrscheinlich... Ach, der Sky Ranger ist im Weg. Da ist immer so ein bisschen... Wie viel brauchst du zum Werfen? 13. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Und da ist auch schon das UFO. Sehr schön. Leider kann der sich jetzt halt nicht mehr bewegen, aber wir haben bestimmt jemanden, der noch ein bisschen smoken kann. Granate ist aktiviert, du brauchst 13 zum Werfen. Wir werden den Hund auf jeden Fall ein bisschen nach vorne ziehen. Oh. Du packst das auf den Boden. Das sollte dann eigentlich losgehen. Ich glaube, hier hinten war jemand. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, Fackel in die Hand. Dann kommst du hier hin. Und du bist ein starker Kerl. Du kannst die Fackel ganz weit werfen. Oder auch nicht. Weil der Sky Ranger im Weg ist. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Aha, da haben wir auch schon den Übeltäter. Ich denke, da finden wir schon einen, der schießen kann. Zum Beispiel Gerardo. Und wie viel brauchst du für einen gezielten 78? Ich denke, wenn ich jetzt ducke, dann geht's nicht, weil dann ist hier der Hügel im Weg. Aber wir probieren es einfach mal so.
Ja, der ist halt einfach ein guter Schütze, man kann es nicht anders sagen. So, die Smoke sollte uns dann ein bisschen beschützen, hoffe ich jetzt mal. Auch schön ist, dass die Fackel nicht hier drin war, weil sonst wäre sie jetzt futsch und das ist zum Beispiel hier passiert mit der. Aber das Feuer spendet ein bisschen Licht, deswegen geht es eigentlich. So, dann kommst du vielleicht hier hin. Schmeiß vielleicht noch eine Fackel hier nach hinten. Out of range. Oh, du bist nicht so ein starker Kerl. Vielleicht so. Dann duckst du dich auch besser mal. Und einer von euch könnte noch eine Rauchgranate schmeißen. Wenn du noch eine hat. Ah, das scheint nicht der Fall zu sein. Schade, wir haben zu wenig Rauchgranaten dabei. Das ist erst ein bisschen weit vorne. So, dann als nächstes. Kommst du mal hier hin, schmeißt eine Fackel hier hin. Gut, da ist niemand, das habe ich auch nicht anders erwartet. Wir werden uns hier hinter den Reifen etwas in Deckung ziehen. Hier ebenfalls ducken. Der könnte dann hier unter Umständen schießen, falls da einer rauskommt. Dann werden wir ihn hier hinziehen. Da ist auch zum Glück ein bisschen Rauch. Das könnte vielleicht reichen. Hier ist auch schon das Ende der Map. Das ist nicht so eine große Map. So, hier ist natürlich ein bisschen... Wir sollten mit dem Hund etwas nach vorne gehen. Vielleicht sieht er noch was. Die sind jetzt alle ein bisschen nahe beieinander. Da müssen wir aufpassen. Da kommt ganz schnell eine Granate geflogen von den Aliens. Oh, da ist jemand. Hier. Da haben wir jetzt natürlich kein Licht. Und der sieht ihn. Hier unten. Hier ist jetzt aber, wenn wir das sehen, 9% Genauigkeit. Für den Aimshot reicht es leider nicht mehr von den Zeiteinheiten her. Das heißt, wie viel brauchst du für einen Snapshot? 13. Das heißt, du gehst noch eins nach vorne, duckst dich und probierst einfach mal einen Snapshot. 13%. Ich glaube, das hat getroffen. Das heißt, wir könnten vielleicht mit ihm noch einen Autoshot probieren. Oh, der ist verletzt. Der ist irgendwie verletzt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Wahrscheinlich, als der mit der Shotgun da irgendwie reingedrescht hat. 0%, wir probieren es trotzdem. Oh, nicht den Hund abschießen. Naja, es war ein Versuch wert, würde ich sagen. Wir müssen jetzt einfach darauf hoffen, dass einer quasi einen Glücksschuss hat. 27 für ein Aimed. Oder wir probieren das so. Gegenüber 4. Ja, komm, probier einen gezielten Schuss. Ah, das ging in die Hose. Das ist natürlich mit der Waffe auch nicht einfach. Und die Leute sind jetzt natürlich alle sehr stark auf einem Haufen. Vielleicht kann... Ja. Das wird wahrscheinlich nicht klappen mit dem Granatwerfer. Das sehe ich jetzt schon. Ja. Weil der schießt so ein bisschen den Bogen und da ist der Skyranger jetzt halt im Weg. Leider. So, letzte Hoffnung. Auch er ist verletzt. Ich muss nochmal durchgucken gleich. Leider müssen wir diesen Alien da jetzt eine Runde leben lassen, außer... Außer der Hund... Ah, das wird nicht klappen. Wir müssen den Hund quasi so ein bisschen als... als Kanonenfeuer verwenden. Als Kanonenfutter verwenden, besser gesagt.
Okay, so viel zu dem Plan. Der ging gerade in Rauch auf. Naja, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich blutig werden. Du könntest. Ja, der müsste sogar einigermaßen geschützt sein, kann aber nicht mehr schießen. Wer ist denn alles verletzt? Okay, wir haben scheinen zwei Verletzte zu haben. Ja, da ist auch schon der erste tot. Aber es hat nur einen getroffen. Ich denke, da können wir uns auch glücklich schätzen, einigermaßen. So, jetzt brauchen wir erstmal Licht hier. Und da sehen wir ihn auch schon. Kannst noch schießen. Es würde für einen Autoshot reichen. Ah, das ist ja die Genauigkeit aus der Hölle. Vielleicht der Sniper. Hervorragend, der ist tot. So. Hier hinten war noch einer. Hat irgendjemand noch eine Fackel? Zufällig? Ja, irgendjemand? Ihn hier müssen wir verbinden, unbedingt. Isabel Santos könnte das vielleicht machen. Kannst du noch? Ja, der hat nichts, leider. Dann werden wir ihn erstmal verbinden. Ah, am Kopf wurde er getroffen sogar. Das ist natürlich ganz übel. So, das legst du auf den Boden. Er ist soweit versorgt. Hier unten ist irgendwo noch einer. Das Problem ist, die Hunde sind tot. Das heißt, irgendjemand anders muss scouten. Zum Beispiel Ezekiel. Kann irgendjemand noch Rauch legen? Wir sollten generell auch gucken, dass wir hier nicht so Granatenmagnete haben, dass die Leute nicht alle auf einem Fleck sind. Gerardo muss nachladen. So. Ezekiel, was machen wir denn? Vielleicht kannst du. Ah, der ist out of range. Schade. Kannst du bis hier hinrennen? Nee. Ich denke, er wird uns nicht sehen durch den Rauch durch. Aber wir sehen ihn auch nicht und irgendjemand muss scouten gehen. Könntest du eigentlich noch eine Rauchgranate Prime? Ah nee, du hast zu wenig Zeiteinheiten. Schade. Können natürlich mit Glück schießen, aber das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Taktik. So, hier oben haben wir auch noch einen Verletzten. Wer könnte den? Vasco. Okay, in der nächsten Runde, denke ich. Ja, der hat nur eine schwere Verletzung. Der überlebt noch eine Runde. Also, wir gehen erstmal hier hin. Hoffen, dass er nicht getroffen wird. Gerardo ist auch nicht sonderlich gut positioniert. Ich werde ihn ein bisschen hier wegziehen, damit wir nicht zu viele Leute auf einem Fleck haben. Dann Iritana kann er auch noch ziehen. Hat die noch irgendwie was Nützliches? Nee. Kommen sie bis hier hin? Nee. Ich denke, dann wird die erstmal vielleicht hier unten durchgehen. Und dann diese Fackel hier hinwerfen in der nächsten Runde. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die. Ja, die warten einfach, weil das sind unsere besten Schützen. Falls einer kommt, sollten die hoffentlich reacten. Die sollten eigentlich genügend gute Reaktionen haben und auch genügend gut treffen.
Beim Reaction ist es so, dass immer ein Snapshot gemacht wird, also es bringt nichts, da der Aimshot, aber die Aliens zeigen sich nicht. Das ist für uns eigentlich soweit ganz gut. Du bist halt auch nicht allzu stark. Parker wäre einigermaßen stark, der muss aber erstmal Medical Treatment kriegen. Hervorragend. Parker, geh mal hier hin. Und du schmeißt das Ding zu Parker. Ach Mist, das wollte ich nicht. Das war auch ein sehr schlechter Wurf, wenn wir ganz ehrlich sind. Warum kannst du dahin nicht werfen? Was ist denn das Problem? Ist das Scaranger immer noch im Weg? Okay. Da ist soweit alles frei. Kommst du bis hierhin? Jawohl. Du brauchst 13 zum Werfen. Ja, ist jetzt fast ein bisschen nah beieinander. Oh, da hinten haben wir direkt zwei erwischt. Sehr schön. Ansonsten, der ist auch nicht sonderlich gut positioniert. Ich denke, wir gehen hier nach hinten. Und er sollte mit nach vorne gehen. Sind wahrscheinlich nicht mehr so viele Aliens. Ich habe auch keine Türen gehört. So, wir bewegen uns langsam vorwärts. Du diesmal. Brauchen wir die Rauchgranate wirklich? Leg die erstmal wieder weg. Hat noch irgendjemand eine Leuchtfackel? Du könntest ein bisschen nach vorne kommen. Hier, Gerardo hat noch eine Leuchtfackel und der kann auch weit werfen. Wie wär's hier? Wundervoll. Sehr gut gemacht. Du gehst, wie gesagt, hier unten durch. Du duckst dich. Die Sniper ducken sich ebenfalls. Und ja, die Granatwerfertypen, die sind jetzt natürlich nicht mehr so sonderlich nützlich. Aber vielleicht Samuel müsste auch nach vorne kommen. Der ist einer von denen, der eigentlich ins Raumschiff rein muss. Schauen wir. Hier ist frei. Wir gehen aber noch mal ein bisschen zurück. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich einer um die Ecke. Hier ebenfalls. Sieht gut aus. Wahrscheinlich sind die restlichen, die noch leben, im Raumschiff drin. Könnte ich mir vorstellen. Weil wir sollten eigentlich. Wie weit ist der Rand hier noch? Da ist schon noch ein bisschen was. Wir hätten das Ding mitnehmen sollen. Hier. Hishi. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Mann. Der muss auch mit rein. Wir haben zwei Türen, auf jeder Seite eine. Okay, hier scheint frei zu sein, das ist super. Dann kann der nächste vor nach vorne kommen. Ja, wir haben keine Motion Scanner mitgenommen. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, er wird schon schief gehen.
Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Aus irgendeinem Grund hat er Ezekiel nicht gesehen. Wir müssen hier nochmal zurückgehen. Wir brauchen Licht. Vielleicht kannst du das Ding hier aufnehmen. Und kommst du so weit? Out of range. Jetzt haben wir natürlich niemanden mehr, der dahin sieht. Aber das werden wir dann in der nächsten Runde hinkriegen. Dann können hier unsere Leute schießen. Er hier wahrscheinlich nicht. Jetzt aber. Isabel Santos kommt auch mit nach vorne. Die macht sich bereit, hier über das Raumschiff eine Granate zu schmeißen. So, schaut in die richtige Richtung. Das passt. Okay. Ich hoffe, es stirbt niemand. Jetzt habe ich eine Tür gehört im Raumschiff. Glaube ich. Ezekiel. Gibt's doch nicht. Der muss hier draußen irgendwo sein. Wir sehen was. Hier hinten ist er. Mit der Minigun, das ist ein bisschen zu riskant. Ich hoffe, Thaddäus hat eine. Nein. Mist. Isabelle, es hängt an dir. Auch nicht. Warum das? Warum kannst du nicht schießen? Wir schießen jetzt einfach so oder so. Nee, will sie nicht. Kommst du bitte hier hin? Dann probierst du es von hier nochmal. Vielleicht so. Wir könnten hier. Nee, das geht auch nicht. Wir bleiben hier erstmal in Deckung. Wir bauen die Sniper hier vorne. Das Problem ist, hier sind überall Bäume im Weg. Das ist natürlich etwas suboptimal. Ich weiß nicht, warum. Ups, warum Isabelle nicht schießen kann. Die müsste hier eigentlich drüber schießen können, ohne Probleme. Haben wir eine normale Granate vielleicht? Ah, Explosives ist ein bisschen zu schwer. Eine Brandgranate hätten wir. Okay, mach du mal die Brandgranate scharf. Und dann müssen wir in der nächsten Runde nochmal gucken. Du könntest vielleicht auch ein bisschen nach vorne kommen. Ebenso wie du. Ja, er ist ein kleiner Schisser ist er. Wir müssen ihn erstmal spotten. Da ist er. So, Gerardo, du bist ein starker Kerl. Du versuchst jetzt mal da eine Granate hinzuschmeißen. So, ich denke, der müsste eigentlich tot sein. Insektoiden sollten eigentlich eine Granate nicht überleben. Können vielleicht zur Sicherheit auch nochmal. Ne, ist out of range. Schmeiß das Ding hier zu Isabelle. Die ist ein bisschen stärker. Vielleicht kann die auch nochmal. Ach, Mist. Dann machen wir das einfach so.
Der ist weg und wir haben auch ein bisschen Licht erhalten jetzt durch die Brandgranate. Das ist eigentlich das, was ich mir auch erhofft habe. So. Dann können wir jetzt vielleicht endlich ins UFO rein, langsam aber sicher. Wäre schön, wenn der Weg frei ist. Ist die geprimed? Ne, die ist nicht geprimed. Dann leg die wieder weg. Da ist auch keiner, sehr schön. Ich denke, hier draußen müsste frei sein jetzt. Können vielleicht nächste Runde sicherheitshalber oder jetzt das Ding hier hinten hinwerfen. Hier hinten könnte noch einer lauern eigentlich. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Da habe ich wieder eine Tür gehört. Gucken hier mal. Keiner da. Wahrscheinlich ist er hier drin irgendwo. Das ganze Breach-Team hier rein. Und dann machen wir ihn fertig, hoffentlich. Es ist wahrscheinlich nur noch einer, denke ich. Immer noch nichts. Sehr interessant. Nächste Runde machen wir die Türen auf. Da ist er. Da ist er. Zumindest einer, falls es nicht noch mehr sind. Ja, es sind noch zwei. Okay, nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt hier positionieren. Warum? Jetzt wird Reaction feiern. Warum hat der nicht geschossen? Weil er Reaktion aus der Hölle hat. Okay, gut, das erklärt einiges. Ja, jetzt haben wir halt wieder einen verloren, leider. Die konnten jetzt auch relativ weit ziehen. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Wie no line of fire. Oh, es sind immer noch zwei. Achso, das war ein anderer. Ich habe mich schon gewundert, weil er konnte relativ weit ziehen. Das heißt, hier war wahrscheinlich auch noch einer. Ah, schlecht geschossen. Könntest du vielleicht schießen? Was ist das Problem? Ach, da drüben ist auch noch mal einer. Okay. Es sind doch noch einige gewesen jetzt hier. Na? Warum Reaction feiert er nicht? Das hat doch vorhin so gut geklappt. Hat auch wieder nur 37. Naja, das sind die Rookies. Von denen haben wir jetzt ein paar halt verloren. Aber ich denke, das ist grundsätzlich vertretbar. Ja, das Rating ist gut. Wir haben einiges Zeug erhalten. Istvan wurde zum Sergeant befördert. Ein paar Medaillen. Das heißt, wir müssen drei neue Rekruten kaufen. Kaufen, das hört sich schon wieder so an, ne? Als würden wir unsere Soldaten wie Vieh behandeln. So, dann verkaufen wir die ganzen Alien-Sachen.
Navigation. Die lieblosen Körper, Mind Probes. Gibt alles Geld. Das sieht gut aus, 2,5 Millionen. Und ja, das war's aber erstmal mit dieser Episode. Wahrscheinlich ist sie überlang geworden. Ja, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.